Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 beim 1. FC Nürnberg. Mitten in der Transferperiode haben wir jetzt die nächsten zwei Ligaspiele gegen Karlsruhe und gegen Heidenheim. Und da werden wir vielleicht, gegen Heidenheim probieren wir dann unsere Mittelfeldspieler aus, unserer neuen. Und auch Luca Umbehauen darf auch einmal ran. Weil ja auch Früchtl weg ist und wir den ein bisschen aufbauen müssen. Ich weiß nicht, ob sie noch ein bisschen was tun wird in der Transferzeit. Also von meiner Seite wird nicht mehr so viel kommen. Wir haben auch nicht mehr so viel Budget. Wir haben einen haufenweise Gehaltsbudget. Aber das werde ich vielleicht noch brauchen mit Vertragsverlängerungen und so weiter. Und leider haben wir nicht so viele Spieler verkaufen können, die einen auslaufenden Vertrag haben. Das heißt, wir werden doch einige, so ziehen lassen müssen. Ablösefrei. Gut, Deli ist schon verletzt nach 7 Minuten. Nehmen wir mal lieber runter, bevor es schlimmer wird. Also es gibt noch einige Spieler, die ich gerne hätte. St. Paul Nebel zum Beispiel von Mainz, aber allein der kostet schon 3 Millionen. 3,5 Millionen. Oder Knauf von Dortmund. Beides Rechts-Mittelfeldspieler. Beide unglaublich schnell, unglaublich flankenstark. Und wir bauen da einen ziemlichen Mist. Naja. Zum Glück nichts passiert. Was war denn das jetzt? Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Und die nächste Ecke. Ja, falls euch das Projekt bis jetzt gefällt. Und ihr auch unseren Kanal ein bisschen unterstützen wollt, drückt doch einfach den Abonnieren-Button unter dem Video. Hilft uns echt extrem. Und euch kostet nichts. Ihr kriegt einfach nur Bescheid, wenn wir irgendwas Neues hochgeladen haben. Da müsst ihr auch die Glocke daneben aktivieren. Wenn ihr nicht informiert werden wollt und einfach nur unsere Videos in der Abo-Box haben wollt, dann einfach nur abonnieren. Wäre sehr nett. Und wir schaffen es nicht, das Tor zu machen. Schade. Der 1. FC Nürnberg wird heute auf dem Punktgewinn aufbauen wollen, der im letzten Auswärtsspiel gelang, als man es mit Fortuna Düsseldorf zu tun hatte. Ja, nach diesem 2:2 wollen sie heute mehr. Und ich gebe Ihnen da wirklich gute Chancen. In der Bentelare so nicht. Hat sich was getan, und zwar ein Tor. Im Studio gibt es die Infos für uns. Wir haben hier das erste Tor für den Hamburger SV. Neuer Spielstand damit 1:0. 30 Minuten sind gespielt. Oh, schön. Jetzt die Möglichkeit. Und Dovedan macht sehr schön. Wir haben den ersten Treffer. War echt schön gespielt. Bin impressed. Für die Bundesliga wird es aber für den hier, glaube ich, noch nicht reichen. Das dauert noch. Vielleicht mit Ende der Saison. Ich wäre ja gar nicht so abgeneigt, den jetzt immer von Beginn an spielen zu lassen. Deli auf der Bank als Ersatz. Und dem hier als Stammspieler. Weil er liefert echt gut. Mehr als Deli. Teilweise. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen. Aber ich weiß halt nicht, ob er nicht eher so ein Joker-Spieler ist. Ob er nicht
einfach super ist, wenn er für 20, 30 Minuten immer kommt, dort nochmal richtig mit Energie reingeht und nochmal Schwung in die Partie bringt. Macht halt doch einen Unterschied, ob du jetzt von Anfang an spielst oder nur für 10, 20 Minuten. Ecke kommt in die Mitte. Gut, was die Abwehr da macht, ne? Die Kopfballchance ist nicht schlecht. War das Kevin Wimmer? Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Das könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Das ist Nürnberger. Jetzt der Schuss. 2:0. Ihr glaubt, das ist Kevin Wimmer gewesen. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Beim KSC? Uiuiui. Vom Tottenham-Spieler zum KSC-Spieler. Ich glaube, das ist aber nur in FIFA jetzt, oder? Oder spielt er wirklich beim KSC? Bin mir jetzt nicht einmal sicher. Der war ja irgendwo in Belgien, oder? Der hat auch einen traurigen Werdegang gehabt. Beim Durchgang 2 hat begonnen. Bei Köln richtig stark, dann nach England gewechselt. Fröde. Ist er dann direkt, ich glaube, ja, zu Heise. Tottenham. Dort einfach das Pech gehabt, dass er drei Mitspieler gehabt hat, die einfach besser waren als er, obwohl er nicht schlecht war. Dann hat er einmal die Chance bekommen, hat in der Startelf gespielt, hat dort ein Eigentor geschossen. Und dann war es das mit Kevin Wimmer in der Premier League. Und dann war er bei Stoke. Und seit Arnautovic ja weg ist von Stoke, haben die etwas gegen Österreicher. Haben zwei gehabt. Alter Schwede, ist so ein Tor kassiert. Haben wir zwei Österreicher gehabt im Team noch. Den Moritz Bauer, ein Rechtsverteidiger, und Kevin Wimmer. Und beide halt nie spielen lassen, auf der Bank versauern lassen, obwohl sie eigentlich Leistungen gezeigt haben. War ein bisschen traurig. Dann war er ja immer wieder verliehen. Ich glaube, nach Hannover und sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt eben Belgien. Aber er muss aufpassen. Jetzt ein weiter Einwurf. Und hat sie nirgends so richtig durchsetzen können. Überall zu schwach. Ja, das hat uns echt viel gebracht. Selbst dazu 5 Minuten. Ja. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Gibt's denn das? Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Zweimal schlecht verteidigt. Zwei unnötige Kopfballtore. Die waren beide echt gleich zu verteidigen. Robin Hack. Und auch nicht unhaltbar. Ach komm, macht's mir nicht narrisch. Wir haben hier den zweiten Treffer für den Hamburger SV. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. So, nächste Chance. Vielen Dank für die Info. Für den KSC. Diesmal kriegen wir ihn verteidigt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Schön. Was macht er? Da fehlt die Anspielstation. Der Ball läuft richtig gut. Ein guter Block. Das war blöd. Weitschuss okay, aber nicht, wenn er von 10 Spielern geblockt wird, gefühlt. Fabio Gonzalez. Was machst du?
Danke. Das kann auch leicht schief gehen, wenn da Valentini das Kopfballduell nicht gewinnt. Ist kein Verteidiger mehr hinten. Und da ist das Tor. Eigentor, glaube ich, oder? Das ist mir alles immer zu knapp. So, bringen wir gut, obwohl Zack das Tor gemacht hat, aber naja. Ist halt so und Wimmer. Wimmer soll es auch noch richten. Vielleicht noch das 4-2 machen. Na, zählt das Tor von Hack. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. 5 Minuten sind es hier noch und sie müssen bis zum Ende konzentriert bleiben, wenn sie hier gewinnen wollen. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Bringt's euren frischen Mann, bitte. Mal sehen, wer da jetzt noch kommt. Wahrscheinlich wird's eh, die werden noch den Ausgleich machen, wieder durch so ein stümperhaftes Kopfballtor. Er überzeugt heute als Passgeber. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Oder wir kriegen ja mal was verteidigt. Eine Minute wird jetzt noch oben. So, Wimmer, komm, gib Gas. Sie haben Platz. Noch mehr, komm. Flanke, guter. Oh, war das traurig. Das war ein Schuss. Oh je. Schießen müssen wir noch üben. Eieiei. Naja. Okay. Stimmt doch, Kevin Wimmer. Habe ich nicht falsch gesehen. Gut, nächstes Spiel dann gegen Heidenheim. Gut, ich hoffe der nächste Sieg, aber jetzt werden wir mal durchwechseln. Oder nicht komplett durchwechseln, aber Reitz und Becker kriegen die Chance. Und Köpke wird wieder mal spielen. Lass mal noch wen anders spielen. Handwerker. Dass der wieder mal glücklich ist. Elas auch. Und rechts wird Sorg spielen. Der spielt eh so selten bei uns. Bei Goden eh verliehen wird wahrscheinlich noch. Zu Basel. Und Unbehauen kriegt die Chance, sich zu präsentieren. So, und so gehen wir dann in die Partie gegen Heidenheim. Da hoffe ich wieder auf einen Sieg. Ich hoffe jetzt eigentlich nur noch auf Siege, weil ja, ich will aufsteigen und oh, das wird echt, das wird dann spannend. Aufstiegsjahr da so einzukaufen, dass wir nicht absteigen. Vielleicht einen Mittelfeldplatz irgendwie ergattern können. Liebe Fernsehzuschauer, ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. An den Mikrofonen sind auch heute ich werde wahrscheinlich Frank Buschmann. Und wir freuen uns. Das Ziel in der ersten Bundesliga-Saison wird auf jeden Fall sein, einfach nur nicht absteigen, weil ich hauptsächlich auf junge, noch nicht so gute Spieler setzen werde. So um die 70er-Rating, 65 bis 75, die halt erst aufgebaut werden müssen. Ebenso solche wie Adeyemi, wie Demir, die echt stark sind, aber wo es halt noch ein bisschen fehlt. Der erste FC Nürnberg wäre wohl zufrieden. Wahnsinn, Hack. Da ist er alleine durch. Und er schießt. 1-0. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Sehr schön. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Steht da ganz allein vorn. Ja, in der Tat. Ja, und die wird auch so weiter einkaufen. Also wir kriegen ja dann doch wahrscheinlich relativ viel Transferbudget für die nächste Saison. Da gehen sie dazwischen. Und da werde ich aber die meisten eben von meiner Liste kaufen. Die hat alles so um die 2 bis 5 Millionen Kosten. Irgendwelche jungen Spieler. Dann haben wir halt einen riesen Kader, wo wir auch viele Spieler verleihen können.
und die Besten spielen lassen. Und auch viel durchrotieren. Und da kassieren wir das 1:1. Gefällt mir ja bisher richtig gut, so kann es weitergehen. Ja, das war jetzt nicht so gut. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Im Volksparkstadion gibt es ein Tor. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den Hamburger SV. Becker mit dem damit 1:0. Gespielt sind 19 unnötigen Fehlpass. Sag mal unnötig. Was machst denn du so weit vorne? Du bist nicht der Jüngste, du bist nicht der Schnellste. Dann bleib hinten weiter. Ich habe es jetzt extra umgestellt. Normal sollte es jetzt weiter hinten bleiben. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Ah, das ist schon wieder. Da verlieren sie den Ball. Könnte die Führung werden. Ja. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben wir das Ding. Da kassieren wir schon wieder. Das wird auch hochinteressant. Kirschbaumer. Wieso treffen mich gegen mich immer die Österreicher? Ja, das ist ja wie verhext. Und das wird bestraft. Und der Ball ist im Tor. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Wenn beim Team ein Österreicher spielt, trifft er hundertprozentig gegen mich. Außer also wie beim letzten Spiel. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und jetzt aber ist der Ball geklärt. Honsack bei Darmstadt. Schöner Pass. Kirschbaumer, Schul. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Sie verlieren den Ball. Wie verhext. Schöne Aktion. Ach komm, da muss man zum Abschluss kommen. Super Pass jetzt. So, und jetzt wieder in der Unterzahl. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Setz dich durch, bitte. Es war so klar. Und 3:1. Ach komm schon, warum? Ich weiß nicht, was da gerade nicht läuft, aber irgendwas läuft nicht. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. 3:1 heißt es also jetzt. Ich glaube, so hat sich Unbehauen sein Debüt auch nicht vorgestellt. Hat er überhaupt schon eine Parade gehabt? Ich glaube noch nicht. Jeder Torschuss war bis jetzt drin. Spricht jetzt auch nicht so 100% für ihn. Leider. Becker, komm. Jawohl, Finn Ole Becker trifft bei seinem Debüt. Es ist noch nicht vorbei, es ist noch alles drin. Ich nehme auch ein 4:30. Und Adeyemi sitzt noch auf der Bank, Demir sitzt noch auf der Bank, Guto sitzt noch auf der Bank. Stimmt, den können wir jetzt nochmal spielen lassen. Guto, Wimmer und Adeyemi bringen wir mal. Adeyemi erst später, aber Guto und Wimmer. Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Ja, wenn wir es verlieren, okay. Passiert. Dann wissen wir, was nicht funktioniert noch, wo wir noch was nachbessern müssen. Der Ballverlust. Super, dieses kein Abseits, oder? Etwas doch. Später. Schade. Abseits.
Sergio Busquets ist zu Manchester City gewechselt und verlässt den FC Barcelona. Also mit ihm und jetzt die Chance. Umgehauen. Parade. Erste Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Komm schon. Gib Gas. Komm. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Du bist zu langsam. Ja, Ball ist weg. Gott. Und die Konterchance ist vertan. Schön. Komm. Köpke, mach's. Nein, das gibt's nicht. Ach, geh bitte. Sie versuchen es und da wären sie fast belohnt worden. Um ein Haar der Ausgleich, aber das Gestänge ist im Weg. Ist hier immer noch am Ball. Das gibt's ja nicht. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Das wäre schon der Ausgleich gewesen. Klar, das Ergebnis passt für sie. Jetzt wird's gefährlich. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Umbehauen. Sehr schön. So, der ist nach direkt in die Arme gespielt worden, aber trotzdem sehr schön. Es gibt Torhüter, die da auch noch daneben greifen. Und das war abseits. So. Kannst du auch da spielen? Ja, kannst du. Das macht er gut. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zurecht. Da kam der Pass. Wir haben noch 20 Minuten. Jetzt wird es eine Auswechslung geben. Könnte sein, dass sie das Ergebnis jetzt absichern wollen. Klasse, ja. Aktion, Ball ist weg. Gefährlich! Ball läuft gut. Verteidigt er den Ballbesitz. Das gibt's ja nicht. Rennen wir jetzt alle dran vorbei. Sind wir froh, dass die nicht schießen können. Also die ersten drei Tore, aber danach nicht mehr schießen können. Pascal Köpke. Jetzt der Vorstoß. Gut, das war nix. Das war auch nix. Jetzt haben wir nur eine Viertelstunde. Heidenheim mit der nächsten Gelegenheit. Und dem nach Abseits. Boah, allein vom Spielverlauf hätte ich gesagt, da haben wir ja nicht einmal. Also Sieg haben wir ganz sehr nicht verdient und unentschieden. Ja, auch eigentlich nicht. Im Volksparkstadion gibt es ein Tor. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den Hamburger SV. Könnte der Ausgleich sein. Was für eine Aktion. So gerade. Es ist eh schon die 82. Komm, jetzt gehen wir nochmal Vollgas. Ist ja wurscht, ob wir jetzt der 4-2 kassieren. Schönes Anspiel. Klasse Zuspiel, was macht er los? Jetzt können Sie es entscheiden. Ja, und da ist es. Falsch. Da wollte ich hin. Ja, wie macht man das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Du kannst doch Innenverteidiger. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Passt, machen wir so. Oder? So finde ich das noch besser. Diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Schaut nach. Burnitz auch noch. Den, den ihr noch kaufen wollt. Hätte ich das mal gemacht. Ja, nicht aufregen, weiterlaufen. Spinnst du denn komplett? Nachspielzeit, eine Minute. Ja.
Na, jetzt müssen sie aufpassen. Schwache Aktion. Da tut sie nichts mehr. Sie versuchen es mit frühem Pressing. So, die nächste Niederlage. Jetzt mal nur schauen, ob sich da jetzt an der Tabelle was tut. Ach, das war jetzt echt ärgerlich. Das hätte man gewinnen können. Aber die waren halt... Jetzt treffen wir auch noch auf Leverkusen. Ui, das ist unlustig. Hätte man nicht in den leichten Gegner haben können. Ja, aber es ist jetzt schon das Viertelfinale, also. Wo haben wir jetzt? Ja, Champions League, Europa League, wo kommen wir mal? Da. Okay, wir sind jetzt punktegleich mit dem HSV. Haben aber die bessere Tordifferenz. Ich sehe gerade, wir haben unglaublich viel Gegentore. 29. Wir hatten mehr. Da, erst wieder der 14. Regensburg. Der KSC hat gleich viele. Der 15. Okay, von den Gegentoren, da sieht man, ja, da haben wir eine Schwäche. Ja, falls euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung, deinen Kommentar da. Abo hilft uns natürlich auch immer. Und schaut es in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao.